Als Flüchtlingskind habe ich natürlich meine allererste Reise unternommen, als Sechsjähriger, als wir aus Bulgarien geflohen sind, ohne irgendeine Absicht darüber zu schreiben. Und dann bin ich ja mit meinen Eltern sehr, sehr viel gereist, dann bis nach Kenia. Und das Schreiben über die Reisen kam eigentlich erst, als ich zum Studieren nach München gekommen bin. Und ich hatte schreckliche Heimweh nach Kenia, nach den Gerüchen, nach den Anblicken, dem Geschmack, also alles hat mir gefehlt. Und ich habe begonnen, darüber zu schreiben. Und das war sozusagen der Beginn auch von In Afrika. Also ich glaube, zu Hause ist ja für jeden Menschen der Ort, an dem seine Nächsten sind. Und insofern ist es für mich auch nicht anders. Ich habe immer zu jedem Zeitpunkt ein bestimmtes Zuhause, in dem ich mich eigentlich auch immer wohlfühle. Ich glaube, dass Heimat wahrscheinlich der komplexeste Begriff ist, den es überhaupt gibt, weil es so die Gesamtheit der Einflüsse und Sehnsüchte eines Menschen ausmacht. Und insofern ist diese Verkürzung von Heimat auf eine Stadt oder ein Land oder gar eine Nation nicht nur gefährlich, sondern auch einfach schlichtweg falsch, weil es nicht dem Erleben, dem Erlebnis der Menschen entspricht. Ich habe Heimweh nach allen möglichen Sachen. Ich habe ziemlich oft Heimweh nach Bombay, weil das für mich sehr prägende Jahre waren. Ich habe Heimweh nach dieser intensiven Vielfalt von Bombay, angefangen von den Gerüchen, über den Temperaturen, über die Vielfalt der Menschen, die dort leben. Ich habe Heimweh nach bestimmten Landschaften in Afrika. Ich habe Heimweh nach dem Essen meiner Mutter. Ich habe natürlich Heimweh, wie glaube ich alle Menschen, die schreiben, nach bestimmten Texten und bestimmten Gedichten. Nur diese Heimweh kann man ja stillen. Das ist ja das Wunderschöne an Büchern. Deswegen hat man eine Bibliothek. Eine Bibliothek ist eigentlich ein Befriedigungsort der eigenen Heimweh. Es ist ja nicht entscheidend, wohin man fährt, sondern wie man dort ist, vor allem wie man schaut. Insofern wäre es, glaube ich, ziemlich egal, ob ich jetzt noch 50 weitere Länder bereise. Das, wonach ich strebe, ist ja eine neue Art des Blicks, dass ich genauer hinschaue, dass ich anders hinschaue. Und das wiederum hängt davon ab, wie ich reise. Also ich habe jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich versucht, eine für mich adäquate Form des Reisens zu finden, die darin besteht, dass ich versuche, möglichst viel zu Fuß zu reisen, dass ich versuche, möglichst langsam zu reisen, dass ich versuche, ohne Gepäck oder möglichst ohne Gepäck zu reisen. Ich glaube, das ist mir wichtiger als der Ort an sich, denn dieses Reisen kann ja in der Stadt beginnen, die man selber kennt. Das Reisen lehrt einen natürlich unendlich viel, aber wenn ich es auf eine Sache reduzieren müsste, dann wäre es wahrscheinlich eine Erkenntnis, wie ungenau und wie willkürlich eigene Beurteilungen sind. Wenn man immer wieder vor Augen geführt bekommen hat, dass das, was man glaubte, falsch war, dass das, wonach es ein Gelüstete verfliegen kann, dann geht man, glaube ich, ein bisschen anders um mit jenen Überzeugungen, jenen Vorurteilen, die ein jeder von uns hat. Ich glaube, dass man Vorurteile nicht abschaffen kann. Ich glaube aber, dass die eigene Haltung zum Vorurteil sich verändern kann, dass man sozusagen verschmitzt, ironisch auf sich selber gucken kann und sagen kann, naja, so bist du halt und so bist du konditioniert und so bist du bisher geprägt. Aber pass auf, wenn du jetzt irgendwie ein halbes Jahr in Sudan verbringen müsstest, dann würdest du ganz anders rauskommen. Ich glaube, dass man Angst ja vor der Fremde immer wieder empfindet. Man empfindet ja Angst, wenn man nachts, ob in München, Berlin oder Wien, irgendjemanden begegnet, den man nicht kennt und der aus irgendwelchen Gründen bedrohlich aussieht. Natürlich hat man das. Ich glaube nur, dass die Fremde sich nicht verallgemeinern lässt. Die Fremde ist etwas, was sich in jedem Augenblick wandelt. Und ich glaube, dass jeder Mensch die Erfahrung gemacht hat, dass etwas, was ihm zuerst sehr fremd war, ihm dann eigentlich sehr, sehr nahe und sehr wichtig wurde. Und das ist eine entscheidende für mich Kategorie des Umgangs mit der Fremde, dass sie eigentlich etwas ist, was man ins Heimische ziehen kann. Und diese Möglichkeit sollte man sich eigentlich immer offen lassen. Oder anders gesagt, wenn man diese Möglichkeit von vornherein ausschließt, ist man, glaube ich, auf dem Holzweg. Es gibt gegenwärtig kein Wort, was öfter verwendet wird und weniger aussagt als Globalisierung. Globalisierung sagt erstmal gar nichts aus. Selbstverständlich ermöglicht uns die heutige Technik, dass wir viel mehr
Kommunikation untereinander haben und viel mehr Warenaustausch. Das ist aber eigentlich eine Binsenwahrheit. Darüber hinaus sind sich die Leute eigentlich über nichts einig. Globalität finde ich ist interessanter als Begriff, weil Globalität betrifft die Frage, wie wollen wir dieses Zusammenwachsen organisieren? Das heißt, es betrifft die Machtstrukturen. Wer entscheidet, wie, unter welchen Bedingungen dieser Austausch von Waren und von Dienstleistungen erfolgt? Und was bedeutet das im kulturellen Sektor? Im kulturellen Sektor ist es eigentlich ziemlich einfach zu sagen, was meine Vision wäre. Es gibt eine Dominanz imperialer kultureller Formen. Nehmen wir ein Beispiel Hollywood oder bestimmte Formen von Popmusik, die unweigerlich gerade in Ländern, in denen eine einheimische Produktion aus ökonomischen Gründen, aus sozialen Gründen kaum eine Chance hat, die dort ein viel zu viel Einfluss haben. In Ländern, die selber eine gewisse kritische Masse an kultureller Produktion haben, ist das kein Problem. Aber was schon ausstirbt, was ich immer wieder beobachtet habe auf Reisen, ist in kleinen Ländern, in kleinen Kulturen, die eigene kulturelle Tradition. Und das bedeutet, Globalisierung trägt nicht die Gefahr in sich, dass wir überfremdet werden, sondern Globalisierung trägt die Gefahr in sich, dass uns die Vielfalt abhanden kommt. Denn kulturelle Neuerung, kulturelle Entwicklung hat immer Impulse von außen gebraucht. Und wenn diese Impulse immer weniger werden, wenn wir immer weniger Vielfalt haben, dann sind wir, glaube ich, wirklich auf einem falschen Weg. Und die Frage, wie man das bekämpfen kann, ist natürlich sehr komplex und auch da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Also ich bin aufgewachsen unter anderem in Kenia unter dem Einfluss der großen afrikanischen Autoren der ersten Generation, darunter jemand wie Chinua Achebe und oder Ngugi wa Thiong'o oder Thabang Leong. Und in diesen Autoren habe ich natürlich in einem Alter, in dem man sich sehr prägen lässt, habe ich gelernt, dass der Autor eigentlich auch ein Lehrer ist, dass der Autor eigentlich auch jemand ist, der in irgendeiner Weise eine soziale Funktion als Vermittler, als Brückenbauer hat. Und das erschien mir eigentlich selbstverständlich. Also ich kann mir sozusagen diesen Autor im Elfenbeinturm für mich selber überhaupt nicht vorstellen. Zudem ich völlig überzeugt bin, dass Europa, um im 21. Jahrhundert zu bestehen, die eurozentrische kulturelle Sicht aufgeben muss, weil wir zunehmend in Rückstand geraten. Das erlebt man immer wieder, wenn man in große Kulturnationen außerhalb Europas fährt, Indien, Brasilien, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich bin immer beschämt, dass der intellektuelle Brasilianer und Inder wie selbstverständlich die europäische kulturelle Tradition hat, seine aber auch kennt. Und da auch kein Widerspruch ist, dass er absolut sich durch alle Sanskrit-Texte hindurchgearbeitet hat, aber auch Kant, Heidegger, Habermas kennt. Und dann ganz erstaunt sogar einen anguckt, wenn man sagt, was, du kennst Habermas? Also der typische indische Intellektuelle sagt ja selbstverständlich. Umgekehrt, also wie viele deutsche Autoren kennen indische Klassiker oder Gegenwartsdenker und Dichter? Also insofern, ich glaube, das ist eine Einseitigkeit, die uns nicht gut tut. Das ist so, als wollte man irgendwie jetzt auch in der Zukunft auf einem Bein stehen. Wir wissen, dass es sich auf zwei Beinen besser stehen lässt. Und wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass man da eine wirkliche Weltoffenheit erreicht, dann glaube ich, tut das allen gut. Wenn ich schreibe, dann weiß ich, dass ich am Leben bin.